Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozdur hier. Und es gibt neue Leaks aus dem V-Jump-Scan, aus dem aktuellen Scans im japanischen V-Jump. Es handelt sich auch unter anderem um Dokkan Battle Leaks, dafür sind wir hier. Nämlich, Battlefield 2.0 wird kommen. Wir schauen uns gleich das Bild an, da die ganzen Informationen dazu. Ich war der Meinung, bzw. habe ich ja gesagt, dass Battlefield quasi in der Art und Weise nicht mehr kommen wird, so wie es kam, beziehungsweise online war damals, denn es war ja eine Beta-Phase. Und richtig, es kommt wirklich in einer veränderten Version, hier nennen sie es quasi Version 2.0. Aber wie gesagt, wir schauen uns alle Informationen am besten mal genauer an. Aus dem Leak, aus dem Bild vom V-Jump entnehmen wir quasi erstmal, ja, hier, das heißt, dass das Battlefield-Schriftzug Version 2.0 kommt quasi. Ob das dann eine weitere Beta ist oder eine vollständige Version, dazu kann ich noch keine Äußerung machen. Dazu haben wir noch keine Information genau, ob es sich um Beta handelt quasi oder quasi eine vollständige Version. Aber so Version 2.0 lässt mich so eher darauf hinausschließen, beziehungsweise schlussfolgern, dass es quasi mehr oder weniger so ein Zwischenstep ist zwischen einer Beta und einer vollständigen Version. Anyways, dann, genau, es gibt verschiedene Trunks, erklärt uns zuerst mal so Step by Step, wie das Ganze funktioniert. Denn diejenigen, die wissen, wie Battlefield funktioniert hat, im Prinzip, die Art und Weise ist ähnlich geblieben, nur die Spielweise hat sich verändert, total verändert. Im Battlefield in der Beta-Version war es immer so, dass man Charaktere vorgeschickt hat in dem Screen, dann kamen Gegner auf einen hinzu und die musste man quasi gegeneinander aufstellen, die haben sie weggebombt und dann kam man zum Endboss. Diese Spielmechanik, diese Spielweise, das Gameplay fällt total aus, quasi. Um es kurz wieder zu wiederholen, die Art und Weise ist quasi gleich geblieben von Battlefield, nur die Spielweise, das Gameplay hat sich geändert, aber das schauen wir uns genauer an, wie gesagt. Genau, wir sehen hier erstmal ja Step by Step, erklärt uns Chunks alles, Schritt 1, wir sehen hier viele Charaktere, ich sag erstmal, was das Bild so drauf hat, dann gucken wir uns die genauen Informationen, die Übersetzungen an. Step 2 sehen wir verschiedene Gegner, in der Mitte ist ein Fragezeichen, quasi Kämpfe gegen verschiedene Gegner zuerst, dann gegen einen Boss, der dann erscheinen wird. Und genau, der wird in der Mitte erscheinen, wie gesagt. Dieser Boss ist natürlich stärker als die anderen Gegner und er droppt Rewards, um unsere Charaktere zu stärken. Dragon Stones, Elder Kai, Orbs und so weiter und so fort. Und genau, wir sind richtig, in den News von den letzten Tagen war ja schon, dass LR Genu quasi wieder zurückkommen wird. Da war ein Bild, das ihn angeteasert hat und wir wussten dann nicht, in was für eine Art und Weise er kommen wird in ein Event. Und er kommt quasi mit Battlefield 2.0, also kann man LR Genu wieder bekommen. Aber ich würde sagen, dann gucken wir uns mal die genaueren Informationen dazu an. Wir sind auf Dokkan Reddit. Shoutout an jeden, der hier natürlich dabei ist. Was wären wir nur ohne sie? Die Übersetzungen gehen, die Credits gehen speziell raus an Koala-san. Lieben Dank für die Übersetzungen. Und zwar, erstmal nur so die Main-Info aus dem Bild, was wir uns gerade gesehen haben. Ist Battlefield 2.0 vor den Startlöchern. Wann kommt das Ganze online? Das ist am 21. Februar um 7 Uhr morgens der Fall. Wird das Ganze online kommen? 21. ist der Mittwoch quasi. Also könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass es quasi am 21. um 7 Uhr morgens online geht im japanischen Dokkan Battle. Gut, aber wie gesagt, die ganzen Informationen, die Übersetzungen. Und zwar kann man am Battlefield nur dran teilnehmen, wenn sein Rank, das eigene Level im Spiel, 150 oder drüber ist, ja. Drunter könnt ihr nicht dran teilnehmen. Und zwar, können wir auch nur Charaktere nehmen, die UR und höher sind, ja. UR, Rarität und höher können wir nur mitnehmen, die Charaktere. Und wenn man die Stages eben schafft, bekommt man gewisse Items, die wir da auf dem Bild zum Beispiel gesehen haben. Aber unser erster Advice, erste Empfehlung von Trunks ist, make a team with characters that are... Ja, okay. Baue ein Team mit Charakteren, die UR oder drüber sind. Also das ist unser erster Ratschlag von Trunks quasi. Denn wir können nur mit UR-Charakteren und höher kämpfen. Und... man kann bis zu 100 Charaktere mitnehmen. 100 Charaktere, 100 UR-Charaktere könnt ihr mitnehmen. Und das ist dann natürlich schlau, wenn ihr 100 UR-Charaktere fürs Battlefield habt und diese auch mitnimmt. Dann auf dem zweiten Bild, wie gesagt, beim zweiten Advice, wie wir das gesehen haben, hier können wir unseren Gegner wählen. Wir wählen den Gegner und die bekämpfen nacheinander dann. Okay? Und Ziel ist es natürlich dann auch, gegen diese Gegner zu gewinnen. Genau, wie gesagt, erster Schritt, sagt uns Trunks hier, ist es erstmal, die Gegner zu besiegen, die wir hier sehen, ja, die im Außenbereich sind von dem Fragezeichenfeld. Dann, Ratschlag Nummer 3. Wir sollen 100 Charaktere mit unseren 100 besten UR-Charakteren quasi das Ganze angehen. Der Kampf wird so sein, wir wählen unseren Gegner und gehen wie, als wäre das ein normaler Kampf. Das ist nicht wie Battlefield von davor, dass wir die vorschicken, unsere Charaktere, sondern wir klicken einen Gegner, wählen unsere Charaktere, aus 100 Charakteren wählen wir ein Team und mit diesem Team kämpfen gegen diesen Gegner, ja. Je weiter wir kommen, je stärker wird der Gegner natürlich. Genau. Also das ist das, was sich am Gameplay geändert hat, ja.
Man wählt quasi seinen Gegner aus, stellt sein Team zusammen und hat nicht diesen vorherigen Schritt bei der Beta, dass man die Charaktere hervorschickt und dann gegen den Gegner kämpft. Diejenigen, die das noch wissen. Genau. Und ganz vorsichtig, wir müssen wichtig sein, die Charaktere, die wir benutzt haben schon in dem Kampf, die können wir nicht mehr benutzen. Aus unseren 100 Charaktere, wenn wir dann ein Team erstellen, die Charaktere, die wir schon benutzt haben, die können wir nicht mehr bestellen für die weiteren Kämpfe. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Dann, Schritt 4, wird quasi ein Gegner erscheinen. Das ist quasi unser Boss-Battle, ja. Nachdem wir alle Gegner besiegt haben, außenrum erscheint ein Boss. Diesen müssen wir dann besiegen quasi auf dem Fragezeichenfeld. Und mit den restlichen Charakteren, die uns zur Verfügung stellen, müssen wir da probieren, ihn zu besiegen. Und dieser ist natürlich ganz stark, ja, dieser Boss, der hat erhöhte Werte und so weiter und so fort, aber darauf kommen wir gleich drauf zu sprechen. Gut, ja, Nummer 5 quasi, der Boss Battle, da steht da, wir sollen den Boss besiegen auf jeden Fall. Und, ja, und immer wenn wir Stage schaffen, wenn wir Boss schaffen, kommen natürlich immer neue Gegner und es wird immer stärker und stärker und stärker. Also wäre es quasi ein bisschen logisch, wenn wir unsere stärksten Charaktere bis zum Ende aufbewahren. Genau. Ja, und die ganze Stage, also das ganze Level hat man quasi geschafft, wenn man alle Gegner besiegt hat, inklusive den Boss-Battle quasi. Gut, und wenn wir dann alles besiegen quasi, bekommen wir, beziehungsweise je weiter wir kommen, desto mehr Preise bekommen wir, sowas auch im Battlefield. Wir bekommen luxuriöse Qua Preise, steht hier dran. Und diese Battle Crystals, die wir bekommen, unter anderem können wir gegen Battlefield-Medaillen im Barbershop austauschen, aber auch um Charaktere wie El Erginio zu bekommen. Und dann bleibt es quasi der Erhalt, wie man El Erginio bekommt, Genio. Ist dann auch gleich aus dem Barbershop, aber ich denke mal und ich hoffe, dass sie die an die Battle Crystals einfacher kommen, beziehungsweise dass sie mehr bekommen, wie in der Beta-Phase. Genau, und diese Battlefield-Medaille können im Prinzip benutzt werden, um Ginyu unter anderem auch auf seinen LR-Status zu bringen. Denn LR-Ginyu holen wir aus dem Barbershop in SSR, müssen ihn zum TOR erwecken durch die Battlefield-Medaillen und dann zum Transcendent Ultra, zum LR, sorry. Beziehungsweise UR, Transcendent Ultra Rare und dann zum LR. Genau. Ja, letzter Ratschlag quasi von Trunks, nimmt eure 100 UR besten Charaktere gegen diese stärksten Gegner. Dann haben wir uns gewisse Checkpoints geben, beziehungsweise steht hier Checkpoint dran. Hier, das sind weitere Ratschläge, gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, okay, ja. Quasi sagt ihr, sammelt wieder eure ganzen Charaktere ein, deine stärksten Krieger und trainiere sie gegen den Kampf. Dieses Bosscamp. Und die Bosse sind kein Vergleich zu gewissen Bossen bzw. Charakteren oder die Charaktere von zuvor aus dieser Stage oder an sich von Dokkan. Nämlich, die haben ein erhöhte HP, unter anderem Warning steht da dran. Das ist quasi so die Master-Ratschläge von Trunks. Sie haben erhöhte HP, mehr Leben als sonst und sie bekommen weniger Schaden als sonst. Zudem machen sie mehr Schaden gegen uns und wenn sie eine Super-Attack machen, ist es wirklich eine powerful Super-Attack, also die wirklich sehr viel Schaden machen. Deswegen wäre es gut, wenn wir darauf achten, den Angriff oder die Super-Attack des Gegners zu annullieren durch Sealant oder so und so weiter und so fort, durch Passives, Angriff senken, Stunnen und so weiter und so fort. Genau, Leute, das waren quasi die kurzen Leaks vom V-Jump. Wie gesagt, Battlefield 2.0 kommt. Um es uns nochmal ganz kurz zusammenzufassen, Art und Weise vom Battlefield bleibt gleich. Wir nehmen 100 Charaktere, UR oder größer, müssen immer Step by Step gegen Gegner kämpfen, aber spielweise das Gameplay ist total anders. Nämlich jetzt wählen wir direkt einen Gegner, wenn wir kämpfen wollen, gegen den wir kämpfen wollen, kommen dann Step by Step weiter und kämpfen dann gegen Boss und können immer weiter und weiter vorankommen und so mehr Preise bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.